Heute bei mir zu Gast eine Heldin für viele angehende als auch bestehende Ferienwohnungsanbieter, Annika Ratjen. Annika hat selbst einen Podcast, und zwar den Fevo Helden Podcast, und sie ist auch eine Vermittlungsagentur für Ferienwohnungen, und ich freue mich, heute die Annika bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Also wenn du jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei mir an der Ostsee Urlaub verbracht hast mit deiner Familie und mir jetzt schreibst, Annika, wir würden gerne wiederkommen, und ich dir meine vollautomatisierte E-Mail als Antwort schicke: sehr geehrter Herr Stadler, herzlichen Dank für Ihre Buchung. Mein Name ist Annika Ratje, ich bin Ihr Gastgeber. Da würdest du denken, oh, schade. Ne? Ich finde, da muss man halt auch klicken als Gastgeber und sagen: hey Alex, toll, es freut uns riesig, dass ihr wiederkommen wollt. Anscheinend haben wir vieles richtig gemacht und ihr habt in Heiligenhafen eine schöne Zeit verbracht. Wir sehen uns wieder im Sommer. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Immo-Marketing-Podcasts. Dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den immomarketing.click-Podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcast-Programm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.click/ und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun, genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Schönen guten Morgen, Annika. Ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen, und zwar im Immo-Marketing-Podcast. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich habe da die Annika Ratje vor mir sitzen. Vor mir eigentlich im Sinne von digital eben. Sie sitzt, ich habe es vorhin gerade ergoogelt, 988 Kilometer von mir entfernt im hohen Norden in Heiligenhafen. Hallo Annika. Moin Alex, bei uns sagt man Moin. Schönen guten Morgen aus dem hohen Norden. Vielen Dank, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf. Ja, gerne. Das freut mich sehr, dass wir uns da heute erneut hören und sehen. Erneut deswegen, weil wir haben ja schon mittlerweile telefoniert gehabt oder auch einen Podcast gemeinsam aufgenommen gehabt. Genau, wir sind ja beide Kollegen. Genau, richtig, Podcaster-Kollegen. Weil du hast eben auch deinen eigenen Podcast, den Fevo-Helden-Podcast. Richtig. Und jetzt würde ich dich bitten, dich bitte etwas näher vorzustellen. Also meine Vorstellung von dir würde jetzt so lauten: du bist eine Ferienvermieterin, du hast die eigene Ferienwohnung von dir. Bist du auch eine Vermittlungsagentin, würde ich mal so sagen, und hast du den Fevo-Helden-Podcast gegründet, um eben ja bestehenden Ferienvermietern oder auch Neueinsteigern zu helfen. Ja, so kann, also super zusammengefasst, Alex, viel muss ich gar nicht ergänzen. Ja, es begann alles mit meiner eigenen Ferienwohnung, die ich mit sehr viel Hingabe und Liebe eingerichtet habe und ganz viel tolle Rückmeldungen bekommen habe. Und meine Erkenntnis war, je mehr man investiert in seinen Gast, desto mehr bekommt man auch zurück und hat Spaß an Ferienhausvermietung. Dass ich dann irgendwann beschlossen habe, für Freunde und Bekannte das auch zu machen. Und seitdem vermittle ich in Heiligenhafen für andere Eigentümer ihre Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Und das ist mittlerweile ein kleines Business, ein größeres Business geworden, was mich sehr ausfüllt und sehr viel Spaß macht. Aber ich finde diese Branche so interessant und man kann so viel von anderen Leuten lernen und wir müssen uns in der Ferienhausbranche viel mehr austauschen und vernetzen. Und deswegen habe ich vor 2,5 Jahren meinen Podcast ins Leben gerufen, Fevo Helden, wo ich ja Experten, aber auch andere Vermieter, Firmen, aber auch Externe wie dich zum Beispiel einlade und die über ihre Expertise berichten und alle meine persönlichen Fragen beantworten. Ich finde mich selber immer als mein bester Zuhörer. Also es sind immer meine persönlichen Fragen aus meiner Vermieterperspektive. Und ich glaube, es haben auch ganz viele andere Vermieter da Interesse und Freude dran an meinem Podcast. Ja, definitiv. Also auch ich höre ihn ganz, ganz gerne, obwohl ich noch kein Ferienvermieter bin.
Aber das steht auf meiner Agenda drauf, irgendwann mal eine Ferienwohnung zu haben. Und dennoch kann ich auch jetzt schon von deinem Wissen oder auch von dem Wissen deiner Podcast-Gäste dann profitieren. Du hast ja den Namen bewusst so gewählt, Fevo-Helden, also Plural. Prinzipiell, du bist mal die Fevo-Heldin Nummer 1, würde ich sagen. Ich sehe mich überhaupt nicht als Fevo-Heldin, muss ich dir ehrlich gestehen. Für mich sind alle meine Gäste Fevo-Helden, aber wir entwickeln uns vielleicht alle zu Helden. Für mich ist diese Branche ein riesengroßes Fass, wo es so viel zu lernen gibt und so viele Perspektiven gibt. Und meine persönliche Einstellung ist, es gibt nicht die ideale, perfekte Unterkunft, die ideal vermarktet wird. Es gibt so viele verschiedene Lösungen und Ansätze, die alle ihre Daseinsberechtigung haben. Deswegen sehe ich mich vielleicht als eine Fevo-Heldin von ganz vielen, aber man kann halt ganz viel richtig machen und natürlich auch einiges falsch machen in der Ferienhausvermietung. Und deswegen gibt es unterschiedlichste, diverse Fevo-Helden. Ja, aber was zeichnet einen Helden aus? Ein Held, würde ich mal sagen, rein von der Begriffsbedeutung her, ist aber auch jemand, der jemandem hilft. Und da hilfst du definitiv auch mit deinem Wissen eben auch oder mit der Wissensvermittlung, die du da eben anbietest. Und ein Wissenspaket, das ich auch von dir kenne, ist der sogenannte ultimative Guide, wie du ihn, glaube ich, auf deiner Webseite bezeichnet hast. Der ultimative Einsteiger-Guide für eine erfolgreiche Ferienvermietung. Okay. Und damit schon mal die Empfehlung an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch entweder wirklich starten wollen, noch keine Ferienwohnung haben oder auch bereits eine haben und besser werden wollen, geht's mir auf die Webseite von der Annika. fevo-helden.com. Dort gibt es den sogenannten Einsteiger-Guide, um eben sich da einige Tipps und Tricks rauszuholen, weil, wie du richtig gesagt hast, Ferienvermietung ist richtig, richtig groß. Du hast auch ein paar Keywords oder Passwords auf deiner Webseite draufgeschrieben. Es gibt OTAs, es gibt dynamische Preisgestaltung, es gibt Channel Management, Revenue Management, Superhost-Status und viele, vieles mehr. Und in diesem Guide sind mal, glaube ich, 4 Schritte jetzt inbegriffen, worauf man unbedingt achten sollte, wenn man eben loslegen möchte. Den Guide befolgst du auch regelmäßig, wenn du neue Kunden bei dir reinbringst in deine Agentur? Ich glaube, man lernt, also am Anfang auf jeden Fall schon, aber jede Unterkunft ist anders. Und das muss man halt auch immer wieder, glaube ich, sich so vor Augen halten. Es gibt nicht das eine Kochrezept. Ich glaube, mein Einsteigerguide ist auch wirklich auch nur eine Orientierung für wirklich Branchenfremde. Man muss sich da selber halt auch seinen eigenen Weg entwickeln. Jeder Eigentümer ist anders. Eigentümer haben unterschiedliche Altersstrukturen. Ganz viele Eigentümer sind halt jenseits der 60. Da brauchst du nicht viel erklären mit dynamischer Preisgestaltung und OTAs, ne? Andere Eigentümer sind ganz jung und wollen die volle Ladung Digitalisierung in ihre Ferienhausvermietung einbauen. Ne? Die setzen auf alle Automatisierungsmöglichkeiten. Und so muss man irgendwie jede Unterkunft und jede Vermietung irgendwie anders betrachten und den richtigen Weg und die richtige Strategie entwickeln. Und das ist auch ganz häufig erstmal so ein Trial and Error. Also man muss auch erstmal gewisse Portale für sich ausprobieren. Diverse Strategien einfach mal für sich austesten und dann merken, der Weg ist der richtige, so fülle ich meinen Buchungskalender oder so fülle ich meinen Buchungskalender und bekomme dabei auch noch die richtigen Gäste, die zu mir ideal passen. Das ist so ein Weg, den man erstmal gehen muss. Ja, ganz richtig, weil es gibt aber auch Stadtferienunterkünfte, es gibt Landferienunterkünfte, es gibt Ferienunterkünfte für Familie, für Hund, für Kleinkinder. Es gibt welche, die sind eben im hohen Norden, dann gibt es welche, die sind irgendwo im Süden, sage ich mal. Und auch das hat alles wieder mit der sogenannten Zielgruppe zu tun. Und um dich da selbst zu zitieren von deiner Webseite, du schreibst dann: Bevor du weitergehst, müssen wir an dieser Stelle einen wesentlichen Punkt klären. Du brauchst dir keine Gedanken über zeitgemäße Vermarktungswege wie Vermietungsplattformen, eigene Website, Social Media und all die anderen Vermarktungsmöglichkeiten machen, solange du nicht ein wirklich attraktives Angebot hast. Und ein schlüssiges, aktives Angebot für deine Wunschzielgruppe ist die absolute Grundlage für alles, was danach kommt. Und das kann ich auch sowas von unterstreichen. Eben Zielgruppendefinition im Marketing ist das A und O. Wenn man nicht weiß, für wen man wirklich das Angebot aufbereitet,
dann weiß man nicht, wie man das entsprechend aufbereiten muss. Genau. Es gibt eigentlich einen Kennwert, der deinen Erfolg misst, und das sind deine zufriedenen Gäste. Wenn du am Ende einer Reise eine tolle 5-Sterne-Bewertung erhältst, wo deine Gäste schreiben, es war alles klasse, wir haben nichts zu beanstanden und wir kommen im nächsten Jahr wieder, dann hast du alles richtig gemacht. Dann hast du deine Zielgruppe gefunden, und sei es eine alte Laube mit ganz rustikaler Einrichtung, wo vielleicht jede zweite sagen würde, oh, das, da möchte ich nicht unbedingt meinen Urlaub verbringen, kannst du aber trotzdem über die richtigen Wege deine Zielgruppe finden, die genau so eine urige alte Laube für ihre ideale Location herauskristallisiert haben und einfach glücklich sind, ne? Und solange dieser Weg hin zur 5-Sterne-Bewertung, wo deine Gäste einfach voll zufrieden sind, du diesen Weg erreicht hast, hast du alles richtig gemacht. Ja, ganz genau. Weil jeder hat auch andere Ansprüche an den Urlaub im Allgemeinen, andere Ansprüche an die Unterkunft. Ist es wirklich reine Unterkunft, die mir quasi einen Raum und ein Bett zur Verfügung stellt, oder soll da noch mehr dahinter stehen? Soll noch mehr angeboten werden, auch in dem Gesamtpaket der Ferienvermietung? Meine Orientierungshilfe ist dann in so einer Situation, wenn man sich fragt, ist meine Unterkunft gut und richtig ausgestattet, sollte man sich selber fragen, würde ich selber hier meinen Urlaub verbringen wollen? Wenn man das selber mit Ja beantwortet, dann hat man schon mal einen guten Schritt erreicht, weil dann kann man auch guten Gewissens seine Unterkunft anbieten und anpreisen. Also ich persönlich vermiete nur Ferienunterkünfte, wo ich zu 100% dahinter stehe und selber wirklich gerne meinen Urlaub verbringen würde, weil man kann nichts verkaufen, wo man selber nicht dahinter steckt. Mhm. Möchtest du uns beschreiben, was genau deine erste Ferienwohnung ausmacht? Warum sie so cool ist, was du da für eine Zielgruppe definiert hast, wie du die eingerichtet hast, was ist da so das Benefit von deiner Ferienunterkunft? Meine erste Ferienunterkunft ist eine zweistöckige Maisonette-Wohnung, hat also auf den ersten Blick erstmal eine besondere Architektur. Nicht so eine klassische Unterkunft in einem Mehrfamilienhaus, sondern es ist ein Holzarchitekturbauwerk, was erstmal irgendwie so ein bisschen auffällig ist. Wir haben überall schräge Wände und sehr hohe Decken, und das ist erstmal für mich so ein erster Pluspunkt. Urlauber suchen nämlich oft im Urlaub eine Unterkunft, wo sie was finden, was Außergewöhnliches haben, was sie zu Hause nicht haben. Bei mir wäre das zum Beispiel erstmal eine außergewöhnliche Architektur mit außergewöhnlichen Raumkonzepten. Und ich habe dann mit einer Inneneinrichterin zusammen die Einrichtung gestaltet, und wir haben eine sympathische Mischung gefunden aus IKEA trifft Retro, trifft Familienstyling und Upcycling. Also so eine gesunde Mischung, die, glaube ich, viele Mütter anspricht. Und das ist halt auch so meine Hauptzielgruppe. Meine Reisen, also meine Unterkunft, werden zu 95% von Müttern gebucht. Also das ist wirklich erstaunlich. Ich weiß nicht, ob das allgemeingültig so ist. Bei mir ist es aber so, bei mir buchen immer Frauen. Und meine Unterkunft spricht definitiv Frauen an, und in der Regel mit Kindern. Wir sind halt auch sehr kinderfreundlich orientiert. Da gibt es halt so ganz viele Kleinigkeiten, die man dann in so einer kinderfreundlichen Unterkunft zum Beispiel berücksichtigen kann, sei es Treppengitter, sei es Reisebett inklusive, der Hochstuhl am Esstisch. Gerne ein paar Spielsachen. Man muss sich halt immer so in die Lage versetzen einer jungen Familie. Der Urlaub der Eltern beginnt immer dann, wenn die Kinder versorgt sind. Und wenn man da so ein bisschen mit um die Ecke denken kann und das halt auch in seinem Angebot so anpreisen kann, dann hat man schon mal viel gewonnen. Wenn man also Angebote hat, wie die Kinder sicher versorgt werden können, wenn man Ferienunterkünfte haben nun mal keine Kinderanimation im Angebot, ne?
Aber wenn man halt in seiner Unterkunft halt anbietet, wir haben Treppengitter bei uns, müsst ihr keine Sorgen haben, dass ein Kind die Treppe runterfallen kann. Oder wir haben Gesellschaftsspiele. Wir haben zum Beispiel Computerspiele auf unserem Fernseher. Wir haben aber auch einen Innenhof, wo Kinder ungestört Fußball spielen können. Der Innenhof ist so ein bisschen eingezäunt, also kann der Fußball auch nicht auf die Straße kullern. Wir haben einen Schuppen, wo man den Kinderwagen und das Sub- und das Sandstrandspielzeug ablagern kann. Also man versucht halt möglichst viel Hilfestellung den Urlaubern anzubieten, dass genau sie ihren Urlaub auch wirklich erholsam verbringen können und nicht die ganze Zeit Sorge tragen müssen, zum Beispiel bei Familien, dass das Kind irgendwie auf die Straße läuft oder vor Langeweile irgendwie nur noch die Eltern voll nölt. So, das war so mein Ansatz. Also sehr kinderfreundlich, familienfreundlich eingerichtet. Und der Stil ist so eine geschmacklich, glaube ich, stimmige Mischung aus jung, modern, gemischt mit tollen alten Flohmarkt, Raritäten. Moderner, also wir haben natürlich hier im Norden auch diesen Maritim-Stil, der in meinen Augen schon völlig ausgenudelt ist. Den wollte ich halt bewusst nicht verwenden. Also mein Einrichtungsstil ist schon nordisch, eher skandinavisch, aber nicht so viel Maritim-Gedöns. Ja, das klingt definitiv nach einem Wow-Faktor und du hast dann nicht nur so das Standardzeugs und die Standard-Einrichtung für einen normalen Komfort, sondern du hast halt wirklich vorausgedacht oder auch Sicherheiten vorausgedacht, Sicherheitsvorrichtung, wie du gesagt hast, mit Stiegen, Schutzgitter oder sowas. Und es klingt auch danach. Entschuldigung, das kann ich auch jedem wirklich empfehlen, irgendwie so ein Gimmick einzubauen, den man so normalerweise zu Hause nicht hat. Ich habe zum Beispiel eine andere Unterkunft, da haben wir eine tolle große Schaukel installiert. Dann habe ich eine andere Unterkunft, die hat eine Kamin und Sauna mit ganz viel Saunazubehör, also einen kleinen eigenen Wellness-Tempel in diesem Haus haben. Also Urlauber suchen immer, ich glaube, das kannst du auch bestätigen, nach Unterkünften, wo man was vorfindet, was halt über das Normale, was man zu Hause auch hat, ein bisschen hinausgeht. Ja, und ganz witzig, vor einigen Jahren bin ich beim Seminar oder Fachvortrag gewesen. Da war dann eine Hoteliersdame aus Wien, die dann einen Vortrag gehalten hat, weil du sagst, die Leute suchen nach irgendwas. Manchmal suchen sie nicht bewusst, aber sie finden dann dennoch was. Jedenfalls die Story von dieser Dame war dann die, sie hat gesagt, sie hat ein Hotel in Wien und sie versteckt quasi immer unter jedem Bett entweder irgendwie einen Apfel oder eine Weinflasche oder eine Schokolade oder so. Und dann nur so eine kleine Karte dazu und dann schreibt sie halt drauf, oh, Sie haben gerade unsere Weinflasche gefunden. Bitte gönnen Sie sich diese und viel Spaß. Also so. Wie so ein Osterei-Versteck, meinst du? Genau, so in der Art, ja. Da fällt mir eine lustige Geschichte ein. Ich war mal in Wien sogar in einem Hotel und kam sehr spät mit 2-3 Gläsern Wein im Kopf ins Hotelzimmer und war nur müde nach einem langen Meetingtag. Und habe mich dann am nächsten Morgen ganz verwundert, warum irgendwie mein Kopfkissen komplett braun war. Da lag die Schokolade, hat sich irgendwie über Nacht über das ganze Kopfkissen verteilt. So viel zum Thema Ostereiersuche im Hotelzimmer. Ja, hast das, wie sagt man, das Betthupferl nachher dann draufgelegt. Genau. Aber ja, es ist halt dann doch ein Wow-Faktor, wenn man dann irgendwelche Sachen vorfindet, mit denen man gar nicht gerechnet hat. Demnach würde ich vielleicht sogar vermuten, dass du eben gar nicht alle deine Annehmlichkeiten irgendwo präsentiert hast auf der Webseite oder auf Airbnb, um halt eben Überraschungseier irgendwo zu platzieren. Absolut. Mhm. Also ich finde, Gastgeschenke sind absolut Standard. Die erwähnt man einfach auch nicht in dem Inseratsangebot. Wie du gerade sagtest, das Bettwuppal wird ja auch nicht im Hotel vorher irgendwie angekündigt. Ne? Ich persönlich finde aber, der erste Eindruck zählt und der erste Eindruck soll nicht irgendwie verhunzt werden. Deswegen setze ich absolut auf eine
besondere Begrüßung. Ich habe immer wechselnde Gastgeschenke. Im Winter oder im Herbst gibt es zu mir einen gebrandeten Regenschirm mit meinem Logo drauf. Oder jetzt in den letzten Monaten, wo halt ganz viel Zeit am Strand bei uns an der Ostsee verbracht wurde, gibt es halt so besondere Lunchboxes aus natürlichen Materialien. Ich kann da immer wieder die Firma Roamline natürlich empfehlen, die immer wieder tolle neue Produkte halt auch zum Probieren anbietet. Drinks, was zum Beispiel für die Kinder natürlich auch immer eine Kleinigkeit. Eine kleine Kinderbeschäftigung habe ich auch immer im Angebot. Aber das sind natürlich so kleine, wie du sagtest, Überraschungen, die selbstverständlich sind, aber auf keinen Fall angekündigt werden. Ja, Roamline finde ich cool, dass du das ansprichst. Der Jens Büschkens ist eh auch schon bei mir im Podcast gewesen und ist jetzt schon mehrfach in diversen Gesprächen mit anderen Podcaster-Kollegen auch gefallen, die eben auch auf seinen Service da setzen. Du hast vorhin das Thema Budget angesprochen. Jetzt haben wir mal an sich die Unterkunft ausgestattet und das nächste Thema ist ja dann auch eine Marketingstrategie zu entwickeln. Was ist deine Marketingstrategie, um eben deine eigene Ferienunterkunft oder auch deine Ferienhäuser, die du eben verwaltest, zu vermarkten? Also, oberstes Ziel neben den 5-Sterne-Bewertungen sind möglichst viele Direktbuchungen. Wir machen uns als Vermieter das Leben halt deutlich leichter, wenn wir Beziehungen aufbauen zu unseren Gästen und Kontakte pflegen und Gäste von sich aus am liebsten sagen, wir sind gerade erst nach Hause gekommen, möchten aber gerne in einem Jahr wieder die gleiche Unterkunft zum gleichen Zeitraum buchen. Deswegen sollte das oberste Ziel sein, auf jeden Fall einen Weg in Richtung Direktbuchungen über die eigene Website. Das ist der günstigste Weg, der einfachste Weg, der ja in vielerlei Hinsicht einfachste Weg, weil du einfach bewährte Gäste hast, die sich schon einmal in deinen Unterkünften richtig gut verhalten haben. Du musst dir keine Sorgen machen mehr über Fremde, die vielleicht irgendwie nicht zu dir passen in deine Unterkunft, in deine Vermietung. Aber natürlich kriegst du nicht von 0 auf 100 ausschließlich Direktbuchungen. Bei mir sind es mittlerweile 60-70%. Man braucht auf jeden Fall die Unterstützung von den richtigen Buchungsportalen. Der Gast zahlt natürlich die zusätzlichen Gebühren der Buchungsportale mit. Das versuche ich auch immer wieder den Gästen klarzumachen. Man hat über eine Buchung, über ein Buchungsportal keine besondere Absicherung, ganz im Gegenteil. Oftmals hat man auch nicht wirklich immer die besten Ansprechpartner bei Buchungsportalen, wenn irgendwas mit einer Reise nicht stimmt. Ich empfehle wirklich jedem Urlauber, versucht, den Gastgeber direkt zu kontaktieren und bei ihm direkt zu buchen. Ihr bekommt immer den besten Preis. Und auch immer den direkten Draht zum Gastgeber. Und man kann sich durch die AGBs auch ganz viel absichern und ganz viele, wenn man Unsicherheiten hat, was den Gastgeber zum Beispiel betrifft, sich auch im Vorfeld einigen und alle offenen Fragen und Themen klären. Also das ist halt so meine Strategie. Selbstverständlich arbeite ich auch gerne mit Buchungsportalen zusammen, aber die Buchungsportale sind für mich immer ein Weg, eine Unterstützung in Richtung Aufbau von Stammgästen. Social Media darf natürlich auch nicht fehlen. Social Media bin ich auch aktiv. Lieber Instagram, aber auf Facebook kann man auch sehr viele Buchungen generieren. Aber so bleibt man halt auch mit seinen bisherigen Gästen immer ganz gut in Kontakt, wenn man einfach seine Gäste auch immer wieder auf dem Laufenden hält über Social Media, was gerade so im Ferienort passiert und was in den nächsten Monaten ansteht, dass die Gäste halt schon mal die Gelegenheit haben zu sagen, im Mai ist wieder die und die Veranstaltung, das und das Festival zum Beispiel in der Region, da buche ich doch direkt mal wieder die Unterkunft, damit ich dann halt auch ein Bett zum Schlafen habe. Ja, das kennen wir, glaube ich, eh alle als Unternehmer. An Bestandskunden erneut zu reaktivieren, ist halt vielfach einfacher als auch zigfach günstiger, als wie an Neukunden eben zu gewinnen. Man sagt irgendwie, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, Neukundenakquise ist um das 9-fache aufwendiger oder teurer, als wie an Bestandskunden zu reaktivieren. Eben, man muss für einen Neukunden ins Geldbörserl reingreifen und halt einen Haufen Kohle dann ausgeben auf ja, diversen Plattformen, auf Werbeanzeigen und so weiter auch schalten. Und beim Bestandskunden brauchst du nur einmal anrufen oder E-Mail schreiben, wie auch immer, reaktivieren und nachher ist er gleich wieder da, wenn er natürlich auch zufrieden war mit der gebotenen Leistung im Vorfeld. Ja, richtig.
Wie schaffst du den Wandel, um Einmalkunden, die eben zu Beginn schon über eine Plattform gekommen sind, dann in Bestandskunden umzuwandeln? Wie kannst du das schaffen, Airbnb-Kunden, sage ich mal, dann doch irgendwo in dein Newsletter reinzuholen, in dein Social Media reinzuholen? Also was machst du für Maßnahmen, vielleicht auch vor Ort in der Unterkunft, um eben die Leute zur Newsletter-Liste zu motivieren? Naja, erstmal mit dem Produkt überzeugen, ne? Das ist erstmal der Weg schlechthin. Also du musst natürlich erstmal eine überzeugende Leistung bringen. Ich setze sehr viel auf Gäste-Support. Also mein Team ist immer vor Ort. Wir hatten gestern Abend erst wieder über Airbnb eine Rückmeldung bekommen. Dann schrieb mir ein Gast, wir bräuchten noch ein paar Handtücher bitte, weil wir jetzt spontan noch morgen einen Besucher dazu bekommen und wir würden gerne noch ein paar Handtücher bekommen. Und meine Mitarbeiterin wohnt halt zufällig um die Ecke und innerhalb von 10 Minuten waren die Handtücher bei denen im Haus. Das sind halt so Kleinigkeiten, wo der Gast einfach merkt, oh, ich werde hier gesehen und ich werde hier ernst genommen. Und das ist so mit unserer Strategie, unsere Gäste so überzeugend zufriedenzustellen, dass sie sagen, bei Annika hat man echt viel für das Geld erhalten. Da weiß man, was man bekommt. Deswegen wissen wir, was uns dann auch bei einer erneuten Buchung wieder erwarten wird. Reinigung, Sauberkeit ist das absolute A und O und das ist auch der Schlüsselfaktor, der unsere Branche hoffentlich langfristig richtig professionell macht. Es gibt halt immer noch mal zwischendurch so leider schwarze Schafe. Und da kann ich auch wirklich sagen, dass auch große Ferienhausagenturen in keinster Weise immer ein Garant sind für professionelle, richtig gute Reinigung. Da muss jedes Unternehmen seine eigene Strategie finden und vor allen Dingen die richtigen Mitarbeiter finden und die halt auch entsprechend behandeln. Aber Sauberkeit ist das Nonplusultra, was über eine zufriedene Buchung entscheidet letztendlich. Und wenn man diese ganzen kleinen Punkte irgendwie erstmal für sich so abhaken kann, Sauberkeit, Gästesupport, ein direkter Gästeaustausch, alles, was man im Inserat angeboten hat, auch wirklich so 1:1 erfüllt und nicht irgendwie zu viel versprochen hat, was am Ende dann doch gar nicht so überzeugend in der Realität aussieht, dann hat man Gäste schon oft überzeugt. Und wir kennen das vielleicht auch so aus unserer eigenen Erfahrung, da wo man gerne mal war und ein tolles Erlebnis hatte, da geht man dann auch gerne wieder zurück. Vor allen Dingen Familien. Ich weiß nicht, ob du das in deiner Kindheit auch hattest, aber meine Familie ist immer wieder nach Österreich gereist, um den Kindern, aber dem gesamten Familiengefüge irgendwie immer wieder ein wiederkehrendes Familienerlebnis, besondere Erinnerungen zu ermöglichen. Und das erlebe ich halt auch bei mir hier an der Ostseeküste, dass ganz viele Familien sagen, das wird jetzt hier zu unserer Familientradition, eine Woche in einer Ferienunterkunft von Annika in Heiligenhafen. Und das machen wir jetzt die nächsten 7, 8 Jahre. Wird für Kinder auf keinen Fall langweilig. Also ich habe auch an meiner Kindheit die schönsten Erinnerungen an immer die wiederkehrenden Österreich-Urlaube, auch wenn es wirklich 7, 8 Mal immer wieder das gleiche Hotel war, hat mich nie gestört. Und Eltern wissen dann halt immer, was sie erwartet und können ganz entspannt die Reise antreten, weil es keine bösen Überraschungen bei mir geben wird. Gäste müssen natürlich bei mir ihre Kontaktdaten hinterlassen. Ich habe halt auch eine Co-Abgabenpflicht. Ich mache alle Kommunikationen über E-Mail. Und dadurch hole ich mir dann auch eine Einverständniserklärung, dass ich die Gäste halt auch nach der Reise nochmal kontaktieren darf. Und so entstehen halt dann die Kontakte über E-Mail. Und vor allem nicht nur Kontakte, sondern halt auch Beziehungen. Und du hast völlig recht, bevor überhaupt ein Switch passieren kann von Airbnb auf, jetzt wird es dann doch ein Bestandskunde. Das erste ist natürlich die vollumfassende Leistungserbringung, dass man wirklich genau das alles dann erfüllt, wie man es auch im Inserat irgendwo angegeben hat. Oder eben diese 10% mehr, die du jetzt als i-Tüpfelchen bezeichnest, dieser Wow-Effekt dann. Und wenn das wirklich alles passt, dann wird der Switch sogar automatisch passieren, dass die Leute sagen, Annika oder eben Ferienunterkunft, Buxtehude, wie auch immer, die sind halt dann perfekt gewesen und das wird definitiv auch dann eine erneute Reise dann folgen im nächsten Jahr.
Und ich glaube, du kannst auch noch mal diesen Aspekt bestätigen, dass man gerne wiedererkannt wird. Also wenn du jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei mir an der Ostsee Urlaub verbracht hast mit deiner Familie und mir jetzt schreibst, Annika, wir würden gerne wiederkommen, und ich dir meine vollautomatisierte E-Mail als Antwort schicke: Sehr geehrter Herr Stadler, herzlichen Dank für Ihre Buchung. Mein Name ist Annika Rathje, ich bin Ihrer Gastgeber. Da würdest du denken, oh, schade. Ne? Ich finde, da muss man halt auch klicken als Gastgeber und sagen, hey Alex, toll, es freut uns riesig, dass ihr wiederkommen wollt. Anscheinend haben wir vieles richtig gemacht und ihr habt in Heiligenhafen eine schöne Zeit verbracht. Wir sehen uns wieder im Sommer. Ne? Und dann diese Kommunikationsreise kann man halt auch fortführen. Ich habe zum Beispiel auch in meinen Unterkünften immer noch so eine persönliche Begrüßungskarte. Und dann habe ich halt eine Postkarte mit dem Motiv, schön, dass ihr wieder da seid. Mhm. Cool. So. Oder es gibt auch immer wieder Aufhänger, kleine Themen, die man halt dann wieder aufgreifen kann, ne? Was halt im letzten Jahr in diesem Urlaub passiert ist, oder wenn es was Besonderes zu feiern gab, dann kann man halt dann auch wieder daran erinnern und sagen, ah, wollt ihr wieder diesen Geburtstag feiern? Ja. Also wenn man gut ist, kann man sich halt so ein, zwei Notizen zu jeder Reisegruppe halt auch machen, und oftmals fällt einem das dann auch von alleine wieder ein, wenn man einen gewissen Namen dann wieder liest und der war doch letzten Sommer schon. Mhm. Kann man ja nochmal nachschlagen und gucken, was da vor einem Jahr so genau abgelaufen ist, und dass der Gast einfach das Signal bekommt, die kennt mich ja noch, toll, die weiß noch genau, wer wir sind und wann wir da waren und was für besondere Wünsche wir damals hatten. Ja, ganz richtig. Also das ist halt dann so die persönliche Wertschätzung, und das wiegt halt viel mehr, das auch als irgendein automatisierter Sales Funnel oder so machen könnte. Ja. Ich weiß gerade den Namen nicht. Mit einem Podcaster-Kollegen, er hört Podcasts. Der Kelvin. Ja, genau, ganz richtig. Dankeschön. Der hat mal gesagt gehabt, dass er seine Gäste auch immer persönlich begrüßt mit diversen Videos. Ja. Weiß jetzt aber nicht, ob er das dann wirklich jedes Mal frisch einspricht, dieses Video, oder dann einmalig eine Videoaufnahme aufgezeichnet hat, wo er dann schon sich in der Kamera präsentiert und sagt, lieber Gast, schön, dass du nächste Woche dann anreisen wirst. Aber dennoch auch dort zeigt er sich persönlich und kann da schon mal ein anderes Bild von sich eben als Gastgeber machen, als Host und vielleicht damit auch als Superhost. Also wenn es halt irgendein Standard 0815 anschreiben wäre. Ja, auch eine tolle Idee. Wie machst du das? Machst du irgendwie so After Sales mit Videos oder im Vorfeld Videobotschaften, irgend sowas? Nee, Videos mache ich noch nicht. Wir bauen zwar jetzt auch einen YouTube-Channel auf. Videos werden mit Sicherheit auch mehr kommen. Bei mir gibt es sehr viel Informationen über E-Mail. Also ich bereite die Gäste immer schon mehrere Wochen im Vorfeld über ganz viel Informationen auf die Reise vor, was man unternehmen kann, Restaurantbesuche, Corona-Bedingungen, Ausflugsideen unter Corona-Bedingungen und natürlich auch noch ganz viel Information zur Unterkunft, Anreise, Packlisten verschicke ich, was hier an der Ostsee gerade irgendwie passend wäre, was man mitbringen sollte. Also ich bereite eigentlich weitestgehend über E-Mail meine Gäste vor, und auch über E-Mail mache ich auch die Nachbereitung. Gerne aber auch über Telefon. Also ich telefoniere auch viel mit Gästen. Telefon ist immer deutlich persönlicher als E-Mail, ganz klar. Das ist so mein Weg. Ja, aber auch ein guter Weg, weil eben du sagst, du bereitest die Gäste vor. Sie wissen, worauf sie sich einstellen können. Einerseits eben wettertechnisch, wie du schon sagst, was sie mitnehmen müssten. Und im Allgemeinen ist es auch schon mal bestimmt herausstechend im Vergleich zu vielen anderen fairen Unterkünften, die das nicht machen. Da kann man zwar auch eine Buchung ausführen, aber dann wird dann ein halbes Jahr lang nichts mehr kommuniziert. Und dann hofft man, dass ein halbes Jahr später die Unterkunft auch steht oder auch nicht. Und wenn du sagst, du bereitest die dann schon vor, indem du halt regelmäßig irgendwelche Sachen ausschickst, dann entsteht da auch im Vorfeld nur mal besserer Beziehungsaufbau, würde ich sagen. Richtig. Und je weniger Überraschungen der Gast bei der Anreise hat, oder je weniger Arbeit er bei der Anreise hat, desto entspannter ist es natürlich halt auch. Man muss sich halt auch dann ein bisschen die Lage reinversetzen der
packe, Stress, war wahrscheinlich arbeitsintensiv und dann ist der Mann unentspannt am Lenkrad und die Frau muss die Kinder vielleicht irgendwie betüdeln und die Kinder sind genervt, weil die Autofahrt so lang war und dann will man einfach ankommen, weißt du? Und wenn man ankommt und dann erst im Haus, in der Unterkunft sich ganz viel einlesen muss, ist man erstmal mit ganz vielen Fragezeichen irgendwie so behaftet, ne? Und ich weiß halt, dass eine Vorfreude bei jedem ja da ist. Ich finde ja die Vorfreude die schönste Freude, ne? Also ich finde nichts Schöneres als Vorfreude. Und wenn man diese Vorfreude so ein bisschen füttern kann, kann man Gäste ganz toll auf diesen Urlaub vorbereiten. Bei mir gibt es halt auch zum Beispiel diese digitale Gästemappe, die schicke ich dann auch schon den Link im Vorfeld per E-Mail, ne? Wo man also, ganz viele Gäste wollen halt auch schon vorher wissen, wie genau funktioniert der Wasserkocher und welche TV-Programme gibt es und wie schalte ich Netflix an und muss ich meine eigenen Kontodaten mitbringen? Das erspart den Gast natürlich ganz viel Vorbereitungszeit, die sie halt gerne auch schon bereit sind, zu Hause zu machen. Mhm. Und das kriege ich auch immer wieder von Gästen zurückgespielt. Die Information, die ich schon relativ frühzeitig den Gästen so mitteile, dass das sehr hilfreich ist. Ja, weil andernfalls, wie es im Sommer kommt, dann an in der Unterkunft und nachher ist man eigentlich verloren, gewissermaßen. Man weiß gerade nicht, wo ist jetzt was zu finden. Wenn du sagst, du hast im Vorfeld schon Informationen geschickt, dann weißt du ganz genau, sobald ich bei der Tür reingehe, ganz rechts hinten wird dann der Schuhschrank sein oder was auch immer. Die Fernbedienung ist links unten unterm Kastel und du bist ja dann nicht nur mehr auf der Suche nach belanglosen Sachen zum Teil. Mhm. Genau. Jetzt haben wir schon viele, viele Sachen besprochen, liebe Annika. Eine Sache will ich noch gerne ansprechen oder zumindest mal erfragen. Wie wichtig findest du eben Fotos, um allgemein irgendwo gefunden zu werden? Eben Immobilienfotografie, wir haben auch schon mal drüber gesprochen gehabt. Aber wie findest du, ist das relevant, um geklickt zu werden, um angefragt zu werden mit guten, schlechten Fotos? Wie ist da deine Situation? Ja, in meinen Augen sind Fotos das Allerwichtigste, Alex, ganz klar. Ich habe gerade gestern auch nochmal mit einem Booking-Experten von Booking.com telefoniert und der sagte mir zum Beispiel, weil ich zum Beispiel den Text in manchen Booking-Inseraten, die sind ja gruselig. Ne? Also Booking führt halt Texte durch, die nur auf SEO ausgerichtet sind und überhaupt zum Teil überhaupt keinen Sinn machen. Und er sagte dann zu mir, die Texte werden von Buchenden so gut wie gar nicht gelesen. Das Entscheidende sind die Fotos. Und das sehe ich ganz genauso. Ich arbeite auch nur mit Profi-Fotografen zusammen. Ich habe keine guten Erfahrungen mit eigenen Fotos. Ich finde, für jeden Teilbereich sollte man irgendwie Experten irgendwie nutzen, dass die Investition zahlt sich auch hintenrum doppelt und dreifach wieder aus. Das kann ich halt auch so bestätigen. Für jeden Experten, den ich in meiner Vermietung drin hatte, konnte ich halt auch mehr Buchungen generieren oder Preise erhöhen. Ich habe keine Ahnung von Immobilienfotografie, das machen solche Leute wie du und deine Kollegen und da will ich euch auch überhaupt nicht reinreden, aber Immobilienfotos sind das A und O, ganz klar. Ja, danke für die Bestätigung und danke, dass du auch das gerade geteilt hast mit uns, was dein Gespräch der letzten Tage ergeben hat, dass du auch da sagst, selbst Booking.com, dieser Experte sagt, die Texte sind natürlich vorhanden, die Texte sind auch relevant, um gefunden zu werden. Eben durch die Keywords in den ganzen Überschriften und Inhaltsbeschreibungen. Aber das Entscheidende, um halt doch geklickt zu werden, ist auch die visuelle Darstellung, der visuelle Eindruck. Ja. Und wenn der passt, dann klickt man drauf. Und wenn der auch beim ersten Titelbild schon mal nicht passt, warum sollte ich dann auf ein schlechtes Bild draufklicken, was mich auch nicht anspricht, wo ich nicht mich wiederfinde oder sowas? Ja. Ja, also finde ich cool. Danke für die Information dazu. Immobilienvideos, Ferienunterkunftsvideos, wie nutzt du das? Gibt es da schon Videos von dir? Wir haben jetzt die ersten Videos gedreht, erstmal Außenaufnahmen. Ich habe auch eigene Immobilienvideos, hat mein Mann mal gemacht vor Jahren. Kommt, auf jeden Fall. Ich freue mich jetzt sehr auf die Wintersaison, wo hier in Norddeutschland zumindest Nebensaison ist. Wir haben hier keinen Schnee und keine Skipisten. Und dass solche Aufgaben, solche tollen Sachen wie zum Beispiel Innenraumvideos ist eine Sache für die Nebensaison, wo keine Gäste da sind.
Also ja, Immobilien-Innenvideos finde ich auch hilfreich, sinnvoll. Leider akzeptieren Buchungsportale noch keine Videos, deswegen kann man noch nicht allzu viel mit Videos anfangen, außer auf seiner eigenen Website. Aber entscheidend für den Buchungsprozess bleiben, glaube ich, erstmal die Fotos. Aber auf jeden Fall sind Videos noch eine sehr gute Ergänzung. Es wird bestimmt noch mehr kommen und ich gehe davon aus, dass die Buchungsplattformen schon noch irgendwann mal da einen Schwenk machen werden, um auch auf der Buchungsplattform bereits Videos einbinden zu können. Aber langsam wird es nochmal Zeit, oder? Also ich finde, wir warten ja schon eine ganze Weile drauf. Macht überhaupt keinen Sinn, dass die immer nur alle nur mit Fotos arbeiten. Ja, eigentlich ein bisschen altmodisch. Weiß nicht, warum das wirklich so der Fall ist. Mhm. YouTube gibt es jetzt schon seit eh und je und Facebook und Instagram bieten auch schon seit Jahren und gefühlt Jahrzehnten Videos an, dass eben die Buchungsplattformen sich da ein bisschen davor drücken. Vielleicht ist es eben das, dass man dann im Video irgendwas einbauen kann, bitte direkt buchen auf der Webseite, um halt dann die Buchungsplattform zu umgehen möglicherweise. Ja, das kannst du auch subtil auf deinen Fotos einbauen. Durchaus, ja genau. Aber wie du ja sagst, das ist ja nicht nur die Plattform, die man nutzen sollte im Sinne von Airbnb und Booking.com, sondern natürlich auch die eigene Webseite, wo man dann Videos drauf platzieren kann. Speziell hast du auch gesagt, Social Media ist ganz relevant. Und ich habe vor einiger Zeit und vor 8 Wochen hast du wohl das Video hochgeladen gesehen. Du hast ihm auch ein eigenes Video von dir erstellt, von einer deiner Ferienunterkünfte. Und das schaut richtig cool aus, richtig anleitend, weil ich sehe da gerade den Strand, ich sehe da gerade die Drohnenaufnahme, ich sehe dich da gerade in der Kamera, in die Kamera reinwinken. Ja. Yeah. Sehe, wie weit die Unterkunft vom Meer entfernt ist und noch viele, viele mehr Eindrücke. Und also, das macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, würde ich sagen. Ja, da haben wir einen wirklich super tollen Sommertag genutzt und mein Immobilienfotograf hat dann seine Drohne rausgeholt und wir haben das alles gegeben. Es war ein richtig, man muss ja echt Glück haben mit dem Wetter und wir hatten einen perfekten Tag, haben noch den Sonnenuntergang mitgefilmt und ja, da sind schöne Aufnahmen draus entstanden. Ja, definitiv, kann ich so bestätigen und schaut auf jeden Fall sehr eindrucksvoll aus, auch am Abend, dann die Abendaufnahmen hast du mitgefilmt, sehe ich. Und das macht auf jeden Fall Lust auf mehr, um eben dann die Unterkunft zu buchen oder zu sagen, genau das jetzt ist, was ich mir erwartet habe, was ich dann haben möchte. Ja, genau, das ist auch noch so ein Aspekt, den wir auch nochmal irgendwie ergänzen müssen. Ne? Also ein Urlauber bucht ja nicht einen Ort aufgrund deiner individuellen Unterkunft, sondern es geht mir um die Umgebung halt auch. Ne? Und die musst du halt immer, dieses Urlaubsgefühl musst du auch immer wieder mit vermarkten. Bei mir ist es natürlich der Strand. Bei mir haben alle Urlauber einfach Lust aufs Meer. Bei euch im Süden sind es dann die Berge und der Schnee. Aber genau das Thema muss man natürlich auch immer wieder mit aufgreifen. Ich habe jetzt die letzten Tage irgendwas gelesen, also ein Buch, glaube ich. Facts tell, emotions sell. Also Fakten sind halt informativ, ja. Aber die Emotionen, das, was dahinter steht, das sind halt dann die Verkaufsargumente eigentlich. Ja, richtig. Und wenn ich eben da den Strand sehe oder die Dünen oder das Meer und andere Sachen, dann ist das in dem Fall bei dir gerade das Ausschlaggebende. Und auch bei meinen Immobilienfotografie oder auch allgemeinen Immobilienmarketingprojekten, es geht immer um die Storytelling dahinter. Es geht immer um die Emotion, die beim Käufer oder Mieter geweckt werden soll. Eben, ich möchte dort das Haus kaufen für mich und meine Familie, für meine künftigen Kinder, für mich, für die Alterspension, als Vorsorgewohnung irgendwas kaufen. Es geht immer um irgendwelche Stories dahinter. Und das ist nicht zu vernachlässigen, also nicht nur Fakten präsentieren, sondern auch Emotionen. Richtig. Genau. Damit würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss, weil es war jetzt schon eine sehr spannende Folge. Wir haben über viele Sachen gesprochen. Wir haben über den Einstieg als Ferienvermieter gesprochen. Wir haben über Zielgruppendefinition gesprochen, über den Wow-Effekt, den man haben sollte oder die man erschaffen sollte für die Gäste, wenn sie dann vor Ort angereist sind. Wir haben über Marketingstrategien gesprochen, über Fotos und Videos, wie wichtig die auch sind. Also, liebe Annika, vielen Dank für deine sehr, sehr, wie soll ich sagen, wissenswerten Einblicke in dein Geschäft und in deine Tätigkeiten. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht, Alex. Das freut mich, ja. Wer mehr von der Annika erfahren möchte oder lesen, sehen möchte, der geht eben auf, was haben wir unter anderem, fevo-helden.com oder auch
willem-und-konsorten.de, was, glaube ich, deine Agenturplattform ist. Genau, da sind meine Ferienunterkünfte in Heiligenhafen gelistet. Also da auf jeden Fall Einblick nehmen. Die Shownotes folgen dann eben unter der Podcast-Folge oder auch auf der Webseite von mir einen Blogartikel drauf. Die Erkenntnis daraus eben für die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, einerseits den ultimativen Einsteigerguide von der Annika runterladen, andererseits auch mit der eigenen Webseite starten, um dann die Direktbucher auch zu forcieren und ganz entscheidend natürlich das Thema Marketingstrategie entwickeln, um eben auch langfristig erfolgreich zu sein. Also Annika, schöne Grüße in den hohen Norden. Danke fürs Gespräch. Perfekt zusammengefasst. Vielen Dank, Alex. Ja, liebe Grüße in den Süden. Habt ihr eigentlich Schnee? Noch nicht. Also nicht bei uns in der Region, nicht in Salzburg. Genau. Kommt noch. Aber hoffentlich bald. Ja. Genau. Ja, damit auch schon mal frohe Weihnachten. Wir sind ja kurz vor Weihnachten und alles Gute, Annika. Danke und hoffentlich sehen wir uns mal persönlich, oder Alex? Würde mich freuen, sehr gerne. Bis dann, ja? Tschüss. Ciao. Das war's nun auch mit der heutigen Folge. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo-marketing.click/ und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Dir hat die Folge gefallen und du konntest dir 1 bis 2 Tipps für dich mitnehmen, dann hat sich das Hören dieses Podcasts ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest oder du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Entweder eine Mail an podcast@alexstadler.at oder auch eine Direktnachricht auf Instagram oder auch auf LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und bequem darüber informiert zu werden, wenn neue Folgen veröffentlicht werden. Danke jedenfalls für dein Mitdabeisein bei dieser Podcast-Folge. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao.